So, einen wunderschönen Abend in die Runde. Mein Hi. Name ist der Hi, Sidro. hallo. Hallo. Ich begrüße alle Impulsgeber von heute. Pünktlich 20 Uhr, Alternativprogramm zur Tagesschau, vor der man sich vielleicht auch in diesen Zeiten nicht unbedingt so verrückt machen lassen muss. Was haben wir heute vor? Das ist der dritte Teil der Webinarreihe Features im Fokus. Heute haben wir uns das Thema vorgeknöpft Individualisierung. Wir wollen also auf ein paar Funktionen in Next Learning blicken, die besonders die Individualisierung helfen umzusetzen, jetzt auch gerade in der Zeit, wo man ja auf Fernlernen angewiesen ist. An der Stelle muss ich auch nochmal mich im Namen meiner Firma ein bisschen dafür entschuldigen, dass alles in dieser Woche auch bei uns sehr hektisch war in den Serverzentren mit unglaublich vielen Logins, die auf einmal auf uns niedergeprasselt sind. Da sind wir nach wie vor dabei. Wir haben schon viele Verbesserungen umgesetzt. Das hat man heute auch schon im Laufe des Tages gemerkt. Manchmal dann doch wieder nicht. Dann gab es nochmal so einen kleinen Rücksetzer. Aber die Techniker bei uns sind da dran, auch dass alle Elemente wieder funktionieren. Und die Empfehlung momentan, solange das nicht alles final geklärt ist, an Sie ist auch zu versuchen, dass eben nicht alle Schüler unbedingt gleichzeitig sich immer einloggen. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Hinweis an alle in die Runde. Und nichtsdestotrotz wollen wir uns natürlich von den holprigen Dingen dieser Woche nicht einschüchtern lassen und wollen trotzdem weiter daran arbeiten, mit dieser Webinarreihe sowohl Einsteigern als auch denen, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben mit It's Learning, die Möglichkeit zu geben, sich hier auszutauschen in diesem Community-Webinar. Und deswegen auch nochmal Hallo in die Runde. Danke, dass die Impulsgeber dabei sind. Und ihr stellt euch gleich, wenn eure Impulse dran sind, auch nochmal genauer vor. Björn und Christina sind nämlich von der Friedrich-Harcourt-Schule in Herdecke in Nordrhein-Westfalen. Sebastian ist, ich weiß gerade den Namen ehrlich gesagt gerade nicht mehr auswendig, berufsbildende Schule in Bremen. Welche ist es bei dir genau? Nee, Bremerhaven, ne? Nein, Bremen, es ist Bremen. Schulzentrum an der Albin-Lonke-Straße. Super. Und Franziska Bewer, meine Kollegin, habe ich auch wieder mit dabei, die jetzt auch gleich in der ersten Phase, wo wir die 2 bis 3 Impulse haben hier von unseren Impulsgebern. Die wird im Hintergrund auch mich ein bisschen unterstützen und die Fragen von Ihnen, die Sie per Text gleich stellen können, während die Vorträge hier laufen. Das Ganze dauert so bis zu 30 Minuten, wo wir halt die 3 Impulse bekommen. Bestimmte Funktionen haben wir uns ausgesucht. Sie können Fragen stellen und Franziska Bewer wird dann nachher die Fragen so ein bisschen bündeln und dann auch in die Runde wieder zurückgeben und dann in einer zweiten Diskussionsrunde haben Sie dann auch die Möglichkeit per Handzeichen. Sie haben irgendwo so ein kleines Handsymbol, da können Sie dann draufklicken, wenn Sie nachher auch einen Audiobeitrag hier leisten möchten oder eine Frage haben, etc. Genau, und wichtig ist, dass es hier um den Austausch geht. Genau, dann würde ich Ja, also sagen, können wir im Grunde auch schon hallo. starten mit Sebastian, der sich selber vielleicht auch am besten nochmal vorstellt, vielleicht auch kurz, was das Thema Individualisierung an eurer Schule bedeutet oder auch, was ihr jetzt besonders in dieser Corona-Zeit momentan eigentlich umsetzt, wie auch immer du gerne einsteigen möchtest. Ich schicke dir mal deine Bildschirmanforderungen, damit du hier auch deinen Bildschirm teilen kannst. Und bei den anderen machen wir einfach die Webcams mal aus und wechseln dann später wieder rein. Ist mein Bildschirm zu sehen? Ja, klar und deutlich. Ah, sehr gut. Alles klar. Ja, mein Name ist Sebastian Niebuhr. Ich unterrichte Farbtechnik und Physik am Schulzentrum an der Albin-Lonke-Straße in Bremen. Und wir haben unter anderem Werbetechniker und Gestalter für visuelles Marketing, die ein sehr großes Einzugsgebiet haben. Und da habe ich mir schon lange Gedanken gemacht, wie kann man die Schüler auch von zu Hause aus miteinander arbeiten lassen und wie kann man Aufträge gestalten, mit denen sie gemeinsam, wo sie gemeinsam in Kontakt sind. Und jetzt gerade in Bezug auf die aktuelle Situation habe ich mir Gedanken gemacht, wie kann man Schüler Aufgaben zur Verfügung stellen, die jetzt zu Hause sind, in Quarantäne sind, einfach damit sie merken, der Rest der Welt ist noch da. Also, damit sie mit ihren Klassenkameraden weiterhin zusammenarbeiten können und auch merken, wir als Lehrer sind noch da und ja, dass die Schüler einfach eine Chance haben, da miteinander zu interagieren und nicht einfach nur Aufgaben zu machen. Ja, und dementsprechend, wir haben unsere Methodenkoffer, die wir alle kennen. Wir haben unsere Methodenkoffer,
mit denen wir im Unterricht arbeiten. Und ich habe mir da als Beispiel das Expertenkarussell rausgenommen und versucht, das in X-Learning abzubilden. Dafür brauchen wir ein paar Grundfunktionen. Und zwar zum einen die Grundfunktion Kursgruppen und zum anderen die Grundfunktion Hierarchie. Und mit diesen beiden Werkzeugen möchte ich dann beschreiben, wie man das Word-Dokument, den Auftrag, die Diskussion und die Konferenz einsetzen kann, um so ein Expertenkarussell herzustellen. Also zuerst zu den Kursgruppen. Die Kursgruppen lassen sich relativ leicht erstellen, indem man auf Kursgruppen geht und dann hier, habe ich schon welche vorbereitet, oben auf Erstellen klickt. Dann kann man sich einen Namen wählen. Das machen wir jetzt einfach beispielhaft mal. Ich nenne diese Gruppe jetzt Webinar-Gruppe, passend, weil wir da gerade sind. Und dann kann ich Schüler auswählen, die zu dieser Gruppe gehören. Diese Schüler arbeiten dann zusammen und bei allem, was ich nachher mache, kann ich jetzt auf diese Gruppe zurückgreifen. Also wenn ich hier, ich kann es mir einfach bis zu Ende durchziehen, drei, vier Schüler auswähle, auf Fertig klicke, dann sind genau diese Schüler in dieser Gruppe und ich könnte jetzt auch noch weitere Personen hinzufügen beziehungsweise auch wieder Schüler löschen oder ich könnte auch den Gruppentitel ändern. So, auf die Weise habe ich mir hier zwei Hierarchien von Gruppen erstellt, also ich kann auch dieselben Schüler wieder in einer anderen Gruppe verwenden. Das wird nachher beim Karussell wichtig, sollen aber die Leute, die sich jetzt noch gar nicht auskennen, vielleicht erstmal ignorieren. Wichtig ist, dass man Gruppen erstellen kann. So, das war es zum Thema Kursgruppen. Jetzt kommen wir zu dem Thema Hierarchien. Das erkläre ich am besten, indem ich direkt eines der erwähnten Werkzeuge mal anwähle und zeige, was ich mit Hierarchien meine. Wir können, wenn wir auf diese kleinen Punkte hier oben klicken, jedem Ressource, die wir haben, Berechtigungen zuweisen. Das werden die Admins, die jetzt zuhören, aus dem FF kennen, aber vielleicht ist es einigen anderen noch unbekannt. Ich lasse mir jetzt erstmal einmal diese Berechtigung detailliert anzeigen, um euch zu zeigen, was das eigentlich bedeutet. Hier haben wir diese Berechtigung und jedes grüne Häkchen steht dafür, dass ich das darf und das rote Kreuz, dass ich das nicht darf. Und der Admin der Schule ist immer als Oberstes genannt, der darf alles. Und die Lehrkraft darf in so einem Kurs, den sie selbst erstellt hat, auch erstmal alles. Anders ist es mit den Schülern. Die können unterschiedliche Berechtigungen haben. Zum Beispiel jetzt dieser Gruppe habe ich nur die Expertengruppe Polymerisation zugewiesen. Und die dürfen bewerten, teilnehmen und lesen. Ich kann mir diese Berechtigung auch, ich kann die auch bearbeiten. Dann sehe ich hier alles, was es in diesem Kurs gibt, Teilnehmer, Schüler und auch diese Gruppe und könnte jetzt hier den einzelnen Gruppen die Berechtigung verändert zuweisen. Warum mache ich das? Das mache ich, damit ich für die Schüler ein bisschen Ordnung in dem ganzen System schaffe und damit ich den Schülern nur die Sachen zur Verfügung stelle, die sie auch bearbeiten sollen. Wir sehen jetzt hier in diesem Kurs, habe ich diese ganzen Ressourcen und für den Schüler sieht das Ganze nur so aus. Der sieht nämlich jetzt nur die Gruppen, also die Ressourcen, die für ihn freigeschaltet sind. Und die restlichen Ressourcen kann er nicht sehen. Das schafft schon mal Ordnung. Und genau. So. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Muss mich beeilen, ne? Fangen wir an mit diesen Ressourcen, wo Schüler miteinander interagieren können. Also, das erste ist der Auftrag. Da wird aber meine die nächste Impulsgeberin noch was zu sagen, deswegen werde ich da gar nicht so viel zu sagen, den kennt ihr wahrscheinlich. Der Auftrag in diesem Fall war, die Schüler sollen sich zu diesen drei Kategorien von Polymerisation informieren und ein Handout
schreiben. So, und man kann jetzt auch für diese ein Word-Dokument Schreibberechtigungen rausgeben. Das heißt, ich kann drin schreiben, aber die Schüler, denen ich das erlaubt habe, können auch drin schreiben und sie können auch gleichzeitig drin schreiben. Ich habe da gleich ein kurzes Beispielsvideo, was euch das zeigt, wie das dann aussehen kann. Ich habe für diese Kursgruppen jetzt für zwei der Word-Dokumente den Schülern eine Leseberechtigung gegeben und für eins eine Lese- und Schreibberechtigung aus einer Gruppe. Das heißt, die Handouts können alle Schüler sehen, aber nur die Gruppe, die daran arbeiten sollen, kann das Ding auch bearbeiten. Um darüber zu sprechen, wie sie das jetzt ausfüllen wollen, habe ich ihnen diese Konferenzen freigeschaltet. Das Tool Konferenz, das können wir uns einfach mal anschauen. Wenn ich jetzt so eine Konferenz starten würde, dann sieht das ganz ähnlich aus wie in diesem Webinar. Startet es. Dann sieht das ganz ähnlich aus wie in diesem Webinar. Und die Schüler könnten hier oben mit Bildschirmen nebeneinander stehen. Sie könnten, so wie wir Impulsgeber, miteinander reden und sie könnten auch, wenn sie jetzt kein Mikro und keine Kamera haben, hier unten zumindest schriftlich an der ganzen Diskussion teilhaben. So können die Schüler sich unterhalten und beschließen, was sie in diesen Word-Auftrag eintragen. Wenn diese Phase jetzt abgeschlossen ist, beginnt die nächste Phase, das Vorstellen der Gruppe. Das kennt ihr aus dem Expertenkarussell und da habe ich jetzt diesen Diskussionsgruppen andere Teilnehmer zugewiesen. Das heißt, aus jeder Expertengruppe ist ein Teilnehmer in der Vorstellengruppe. Und dort kann er dann parallel sein Handout zeigen und darüber sprechen, was er sich dabei gedacht hat. Damit das Ganze noch übersichtlicher wird, könnte man jetzt, wenn man so einen Ordner hat, diesen ganzen Ordner eine Zeit zuweisen. Das heißt, ich könnte das da bearbeiten, hier unten dem Ganzen eine Zeitspanne geben. Und die Aktivität ist nicht jetzt, sondern zu einem bestimmten Zeitpunkt erst eröffnet. Das heißt, wenn die andere Aktivität abgeschlossen ist, könnte ich jetzt hier eine Zeitspanne angeben, wann diese geöffnet wird, damit die Schüler nicht schon vorher anfangen, hier zu diskutieren. Ja, soweit so schön zu diesem Auftrag. Peter, wie viel Zeit habe ich denn noch? Du kannst gerne noch 3, 4 Minütchen was erzählen. Das hilft uns ja auch allen weiter. Ach so, wunderbar. Okay, wenn ich noch keinen langweile, wenn zu dem ganzen Aufbau hier später irgendwann Fragen sind, dann fragt. Ich zeige jetzt einfach mal, wie das in der Realität aussehen kann. Und zwar habe ich heute mit einem Kollegen, dieses kurze Video aufgenommen. Wir sehen hier im Prinzip ein Word-Dokument auf der einen Seite, so wie es in das Learning angezeigt worden ist. Und wir sehen es auf der anderen Seite eben halt dieses Konferenztool. Und wenn ich jetzt das einfach mal vorne natürlich abspiele, dann seht ihr, wie wir uns auf der einen Seite hier unterhalten und gleichzeitig hier beide schreiben. Man sieht, jeder andere Gast wird mit einem eigenen Cursor angezeigt. Also ich sehe, aha, mein Kollege schreibt hier gerade. Ich kann aber in der anderen Zeile eine Überschrift dazu hinzufügen. Und währenddessen unterhalten wir uns hier über Headset, was wir eigentlich schreiben wollen. Und wir sehen uns, also ich finde es sehr kommunikativ und ich finde, das gibt einem schon das Gefühl, dass die Welt noch da ist für die Schüler. Gut. Das war eine Frage schon, die finde ich vielleicht jetzt ganz angebracht, weil viele übersehen auch, wo überhaupt die Konferenz zu finden ist. Vielleicht könntest du, wenn du so nett wärst, noch einmal zeigen, wie man die überhaupt einrichtet, weil ich weiß auch, dass es ein bisschen versteckt ist. Man sieht zwar, auf den meisten Plattformen ist hier dieser Button Konferenz, ne? Aber erklär du mal ruhig weiter. Ach so, ja, ist das eine von denen, die ich mir extra eingerichtet habe? Mag sein. Nee, was ich meine, genau, wenn du einfach mal eine neue Konferenz erstellst, da gibt es dann in dem Menü innerhalb der Konferenz. Ach so, gibt's ach so, jetzt so okay, eine Unterscheidung, ja, ich verstehe, was du meinst. Genau. Verstehe, was du meinst. Also, die Konferenz findet ihr hier unter Aktivitäten. Und der geben wir dann einen Titel. Ich nenne sie auch wieder Webinar, weil
Da sind wir ja gerade. Wir könnten wir auch eine Beschreibung zuweisen, müssen wir aber nicht. Und dann haben wir hier unten unterschiedliche Buttons. Und da können wir unter anderem auswählen, erstens, dass die in einem neuen Fenster angezeigt wird. Und zweitens können wir hier wählen, ob wir eine Konferenz mit Video- und Audiofunktion sowie textbasierten Chat für maximal 10 Teilnehmer und mit jeweils 4 Sichtfenstern wählen wollen, wie wir sie eben gesehen haben, oder eine textbasierten Chat für 50 Teilnehmer. Das heißt, für so eine kleine Gruppe, die einfach nur zu viert reden muss, ist das hier genau das Richtige. Und ja, wenn ich das anklicke, speichere, dann bekomme ich genau die Konferenz. Die Frage so beantwortet? Ja, vielen Dank. Ja, alles klar. Es war dazu noch eine andere Frage, die wir gleich auch beantworten können, ne? Ist die überhaupt auf allen Endgeräten funktionsfähig? Und das ist ja leider nicht so. Da hast du vielleicht auch schon eine Erfahrung, oder? Genau. Genau, also das Problem mit dieser Konferenz ist, dass sie Flash-basiert ist. Und damit haben wir in der Schule viele Probleme, weil viele Schul-Firewalls überhaupt keinen Flash zulassen. Und deswegen wird sie da nicht funktionieren. Das kommt nun auf die Schüler an, was sie für PCs, wie sie die Sicherheitseinstellung bei ihren PCs eingestellt haben. Und wenn ein Schüler aus Gründen der Datensicherheit meint, er möchte Flash nicht verwenden, kann ich ihn da so aus Sicht eines Administrators durchaus verstehen. Von daher, dann fällt dieses Tool natürlich für uns weg. Es gibt dann aber ja immer noch die Gruppennachrichtenfunktion oder Ähnliches, worüber die Schüler dann schreiben könnten. Die würde ja auch ohne Flash funktionieren. Okay. Oder, vielen Dank. Ja. Oder last but not least, das Diskussionsforum. Ja. Das Diskussionsforum nutze ich im Moment in meinem Klassenraum. Ich klicke mal die anderen Buttons hier weg. In meinem Klassenraum dazu, um Fragen zu Arbeitsaufträgen beantworten zu lassen. Wenn ich da jetzt draufklicke, da habe ich eben noch schnell eine kleine Diskussion erstellt. Und zwar könnten die Schüler ja jetzt einen Arbeitsauftrag haben, den sie bearbeiten, während wir gar nicht da sind. Und da könnten Fragen aufkommen, die vielleicht andere Schüler beantworten können, aber wir nicht. Aber sie selbst nicht und wir sind ja gerade nicht da. Und da können sie jetzt relativ leicht so eine Diskussion starten, wo jeder Schüler einfach nur eingibt, was er zu sagen hat. Und dann würde hier die Frage auftauchen, wann müssen wir die Aufgaben abgeben. Und dann könnte ein anderer Schüler, das ist hier Gastschüler 2, der antwortet, ich glaube am Donnerstag. Und wenn das jetzt eine längere Diskussion wäre, dann könnte ich jetzt diesen Beitrag sogar zitieren, mit dieser Funktion antworten und zitieren. Und dann könnte ich darauf antworten und sagen, stimmt genau am Donnerstag. Und mich nächstes Mal darauf einstellen, dass ich das besser ansage, wann der abgegeben werden muss. Genau. Also da könnte ich solche Fragen klären. Und das ist eigentlich auch ein Tool, was wirklich jeder bedienen kann. Also es findet man auch unter Ressourcen. Man muss einfach nur einen Namen auswählen. Und es ist nicht schwerer als ein Arbeitsauftrag oder Ähnliches, so eine Diskussionsgruppe zu bestimmten Themen zu erstellen. Okay, super. Vielen Dank dir erstmal. Und wenn da noch weitere Fragen sind, also hier sind auch schon noch ein paar andere Fragen im Hintergrund eingegangen und die ploppen dann nachher in unserer gemeinsamen Diskussionsrunde dann vielleicht auch wieder auf und vielleicht bist du dann einfach nochmal dran und zeigst nochmal was oder jemand aus dem Publikum nachher. Ja, vielen Dank erstmal dir und ich leite mal über zu den anderen beiden, ne? So, Christina, wir sehen dich schon mal. Björn sehen wir, glaube ich, auch. Ganz genau. Also ihr möchtet euch ja, weil ihr beide auch von der gleichen Schule seid, quasi im Doppelpack vorstellen. Das dürftet ihr hiermit tun. Ah, wir hören dich aber noch gar nicht, Christina. Jetzt besser? Ja, jetzt hören wir dich. Hi, ja, ich bin Christina Philippi. Ich bin It's Learning Admin gemeinsam mit Björn und noch einer weiteren Kollegin an der Friedrich-Jacobs-Schule in Herdecke. Das ist in der Nähe von Dortmund.
Und ja, wir haben Freitag die Nachricht gekriegt, wie alle anderen auch, dass eben am Montag die Schule geschlossen wird und dass wir im Gegensatz zu manch Behauptung tatsächlich keine Ferien machen, sondern natürlich der Unterricht für uns weitergehen wird. Und ja, dann haben wir uns gefragt, wie kriegen wir das so umgesetzt, dass am Ende wirklich dann ja, wir alle mitnehmen können, wirklich und auch da abholen, wo sie stehen. Denn das gilt natürlich nicht nur für die Kolleginnen und Kollegen, die teilweise sehr unterschiedlich schon mit Distance Learning gearbeitet haben, sondern auch für die Schüler. Also wir haben die kleinen Fünftklässler, die haben jetzt vielleicht seit einem Monat Distance Learning und natürlich die Oberstufenschüler, die schon ganz andere Sachen leisten können. Und deswegen war uns eben wichtig, dass wir wirklich ein einheitliches, für alle verständliches Vorgehen uns da überlegen und irgendwie die Struktur auch wirklich intuitiv für alle verständlich sein sollte. Und ja, eben am Ende alle in der Lage sind, dann die Materialien, die wir bereitstellen, dann auch zu zeigen. Und das, was eben da rumgekommen ist, ist ja Unterricht 2.0, wie wir es nennen, wo wir euch gleich dann auch was zeigen wollen würden. Jan? Genau, du hast ja jetzt schon einiges gesagt, ne? Also in dem, was wir euch heute vorstellen möchten, geht es eigentlich darum, dass wir verschiedene Aktivitäten rausgesucht haben, beispielsweise Aufträge oder auch Tests und wie man die wirklich sinnvoll verknüpfen kann, dass die Schüler einerseits nicht damit überlastet sind und andererseits, dass wir dann letztendlich auch der Individualisierung gerecht werden können und wirklich ein Konzept entwickeln können, dass diese Aufträge auch so, ja, im Grunde bei den Schülern ankommen, dass es Unterricht 2.0 tatsächlich auch ist. Und das ist dann unser Anliegen in diesem Fall. Ja, dann würde ich auch mal einen Blick euch da rein zeigen. Ja, oder auch nicht. So, sieht man meinen Bildschirm jetzt? Hallo? Also ich sehe ihn auf jeden Fall, ja. Ah, kann man alles sehen. Ja. Alles wunderbar. Sehr gut, wenn Peter schon nicht mehr hört. Ja, und zwar sehen wir hier quasi eine Kursvorlage, die wir erstellt haben, Unterricht 2.0. Und diese Vorlage hat eben eine einheitliche Struktur, die von allen Klassen bei uns so genutzt werden in der Sek 1 und auch als Basis dient für die Sek 2, wo die Kollegen quasi dann fächerorientiert ihre Materialien ablegen können. Und zwar arbeiten wir hier ganz klar mit dem Planer. Und wie man hier sehen kann, gibt es wirklich für jedes einzelne Fach, das in einer Klasse oder einer Jahrgangsstufe unterrichtet wird, dann eine Ablagemöglichkeit. Und ich zeige euch jetzt mal einen Blick quasi in meinen Lateinplaner. Das heißt, die Materialien, die ich für meine Schüler im Fach Latein in meiner 8. Klasse jetzt so für die nächsten Wochen bereitgestellt habe. Und wir sehen schon, das ist eine ganze Menge. Und wir hatten gerade von Sebastian schon das Thema Ordnung. Da die Übersicht zu behalten, das muss natürlich irgendwie gewährleistet sein. Und da wird Björn dann auch gleich mit dazukommen. Ja, was wir hier auch sehen können, ist, dass ich verschiedenste Aufgabenformate verwendet habe und auch Dateiformate. Das heißt, das kann schon beginnen damit, dass ich zum Beispiel die letzten Tafelbilder zur Wiederholung nochmal abgelegt habe. Aber eben, wir sehen hier das Auftragstool an verschiedenen Stellen, wo die Schüler dann arbeitsteilig was bearbeiten sollen. Und dagegen auch die Aufgabe, die fanden wir wirklich super, weil sie eben auch für den ganz ja, blutigen Anfänger auf jeden Fall total leicht umzusetzen ist. Wenn wir da mal ganz kurz reinschauen, dann habe ich einfach die Möglichkeit, hier eine Beschreibung einzufügen, was zu erledigen ist, sogar einen kleinen Link einzufügen und sehe wirklich, wenn ich da noch einen Anhang beipacke, sofort mit einem Blick, hat der Schüler das schon abgeschlossen. Das heißt, ich erwarte jetzt hier keine Rückmeldung von den Schülern, sondern sehe einfach, hat der Schüler erledigt und kann sogar noch irgendwie kommentieren und kann mir hier wirklich super schnell einen Überblick darüber verschaffen. Sind Aufgaben, die ich irgendwie aus dem digitalen Unterrichtsassistenten oder vielleicht auch einfach aus dem Mathebuch gegeben habe, von den Schülern erledigt worden. Ja, dann haben wir aber auch das Auftragstool. Das ist dann schon ein bisschen komplexer, kann auch deutlich mehr. Da würde ich dann am Ende noch mal ein bisschen detaillierter eingehen und auch Fragen beantworten, wenn da Interesse besteht. Und dann haben wir ganz am Ende dann noch andere Tools, wie hier zum Beispiel so ein Diskussionstool, wo die Schüler am Ende ihr Textverständnis sichern sollen und miteinander diskutieren. Denn gerade wenn jetzt alle natürlich jeder für sich zu Hause sitzen, finde ich es wichtig, dass wir
einerseits den Unterricht natürlich individualisieren können, also wirklich an die Bedürfnisse der einzelnen Schüler und auch an ihre Fähigkeiten, gerade im Fach Latein, anzupassen, aber auch sie immer wieder ins Gespräch zu bringen. Einerseits, dass sie sich austauschen können, aber auch, dass sie eben die Möglichkeit haben, sich Hilfe zu holen. Und zwar nicht nur von mir als Lehrer, sondern auch untereinander sich zu unterstützen. Ja, und am Ende haben wir dann auch so die Möglichkeit, über so ein Testtool, auch da kann ich später noch was zu sagen, dann mal zu überprüfen, wie sitzt der Stoff, wurde da was verstanden oder müssen da nachträglich noch Übungsaufgaben tun, die das Ganze ja ein bisschen absichern oder vertiefen können. Und ja, wie wir hier sehen, hier die erste Woche ist für die Schüler schon sichtbar, denn das ist die Woche, die eben gerade läuft. Die nächste Woche können die Schüler derzeit noch nicht sehen. Das kann ich aber ganz beliebig machen. Also das kann ich entweder automatisch machen oder eben hier gezielt die Materialien für die Schüler aktivieren. Und dann sind in dem Moment auch die ganzen Aktivitäten für die Schüler sichtbar. Und das sind ja, wenn wir uns jetzt mal die dritte Woche anschauen, wirklich eine ganze Menge. Und dann kann es halt auch echt irgendwie unübersichtlich für die Schüler vielleicht werden. Selbst wenn ich das jetzt chronologisch ablege, habe ich ja durchaus Materialien, wo ich sage, das sind Differenzierungsmaterialien, die sollen jetzt nicht jedem Schüler zur Verfügung stehen, sondern wirklich nur, wer sie braucht oder die Starken, dass sie ein bisschen mehr Input bekommen. Manches möchte ich vielleicht arbeitsteilig machen. Das hatten wir oben, dieses Auftragstool, was dann einfach nochmal in verschiedene Bausteine zerlegt ist. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass wir irgendwie da noch mehr Struktur reinbringen. Und an der Stelle ist es super, dass wir den Lernpfad haben, denn damit kann ich wirklich das Ganze in verschiedene Phasen einteilen und auch verschiedene Wege den Schülern zur Verfügung stellen, wie ich das jetzt miteinander verknüpfe. Und an der Stelle würde der Björn quasi jetzt übernehmen und uns mal so einen Lernpfad zeigen, wie man den dann auch erstellt. Genau. Ich würde jetzt erstmal einmal umschalten, dass ihr dann meinen Bildschirm seht. Ja, ich klicke mich mal hier schnell durch. Geht sofort los. So, ich hoffe, ihr könnt ihn jetzt erkennen. Ja. Genau, also ich würde euch jetzt einmal Schritt für Schritt den Lernpfad erstellen und euch dann genau erklären, was man da für Möglichkeiten hat. Ich befinde mich jetzt hier in dem Ordner, wo die einzelnen Elemente drin sind, die gleich in den Lernpfad eingefügt werden sollen. Das heißt, ich klicke hier auf Hinzufügen, gehe zu meinen Aktivitäten und sehe dann hier zwischen den Lernpfad. Was vielleicht erstmal ganz wichtig ist und worüber man sich auch klar werden muss, der Lernpfad ist in dem Sinne keine eigene Aktivität, sondern vielmehr verbindet er verschiedene Aktivitäten. Also es ist im Grunde eine Möglichkeit, verschiedene Aktivitäten, die wir drumherum sehen, die wir gleich auch auswählen werden, also wie die Aufgabe, den Auftrag, die Diskussion, sinnvoll miteinander in Verbindung zu bringen und auch in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen. Das heißt, ich klicke jetzt hier mal auf meinen Lernpfad. Dann öffnet sich folgendes Fenster. Ich habe jetzt hier oben die Möglichkeit, dem Ganzen einen Titel zu geben. Möglicherweise ist es so, ich möchte diesen Lernpfad für die nächste Woche anlegen. Das heißt, ich nenne das Ganze mal Wochenplan 2 für die kommende Woche und habe dann hier diese Übersicht. Das Ganze ist in Schritte aufgebaut. Zu Beginn haben wir hier drei Schritte. Also ich könnte drei verschiedene Ressourcen hinzufügen. Ich kann aber, darüber muss man sich dann auch schon direkt klar sein, beliebig viele Schritte hinzufügen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich hier auf Schritt hinzufügen klicke, erscheint dann ein neuer Schritt, wo ich ein anderes Element einfügen kann. Wir fangen jetzt einfach mal an. Ich klicke hier oben in Schritt 1 hinein, auch einfach nur auf Ressource hinzufügen klicken, drücke da drauf und sehe dann verschiedene Möglichkeiten, die ich habe. Das heißt, ich kann jetzt einmal bei mir im Google Drive-Ordner nach Dateien suchen. Ich kann in einer anderen Cloud, in OneDrive, nach Dateien suchen, auf meinem PC generell. Aus der Bibliothek kann ich Elemente nehmen, aber ich kann jetzt natürlich auch die Aktivitäten, die ich im Kurs erstellt habe, danach auswählen. Das machen wir jetzt mal. Das heißt, wir klicken einmal auf Kurs. Dann wird uns hier die Ordnerstruktur angezeigt. Das heißt, was ich alles in meinem Kurs für Ressourcen habe. Da haben wir jetzt schon ein bisschen was vorbereitet. Und wir fangen ganz zu Beginn mit der Vorentlastung an. Das ist ein Auftrag, den fügen wir hinzu. Das heißt, die Schüler, die sollen erstmal, bevor sie dann wirklich mit der Übersetzung des Lektionstextes beginnen, eine bestimmte Aufgabe bekommen, die schauen sie sich an. Und dann geht es erst weiter. Hier unten drunter wird schon angezeigt, was denn nach Schritt 1 passiert. Also falls abgeschlossen, dann wechseln die Schüler automatisch zum nächsten Schritt.
Es kann natürlich auch mal passieren, dass ich mich vertan habe und das ist gar nicht Schritt 1, sondern vielleicht Schritt 2, Schritt 3 etc. Da braucht man sich keine Sorgen machen. Ich habe hier diese drei Punkte auf der rechten Seite, da kann ich einfach draufklicken und dann kann ich ganz leicht diese Schritte verschieben, anders anordnen. Das heißt, ich muss mir jetzt zu Beginn noch gar nicht sicher sein, wie möchte ich diese Aktivitäten anordnen, sondern das kann ich auch später im Nachhinein machen. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Es kann natürlich auch sein, dass ich diese Aktivität gar nicht hier in dem Bereich drin haben möchte, in meinem Lernpfad. Die wird nämlich in dem Moment, wo ich sie in dem Lernpfad einfüge, aus den Ressourcen entfernt. Das heißt, die würde mir jetzt hier in diesem Bereich nicht mehr angezeigt. Ich kann aber hier auf dieses Müllkästchen klicken und dann öffnet sich folgendes Fenster und ich kann aussuchen, möchte ich die löschen? Und dann ist sie aber wirklich endgültig weg. Das heißt, die Aktivität, die ich im Vorfeld erstellt habe, die ist dann nicht mehr vorhanden, die ist dann wirklich weg und ich müsste sie neu erstellen. Habe ich jetzt auch gesehen. Kurzer Einwand. Ich hatte genau den gleichen Fall neulich und dass es ganz weg ist, stimmt nämlich gar nicht. Wenn du einmal bitte auf Abbrechen klickst, das ist auch für alle, alle, die manchmal panisch werden, wenn du mal auf Mehr oben beim Kurs klickst, oben ist doch dieses Mehr und da unten seht ihr einen Papierkorb. Das heißt, ein Element ist nicht wirklich weg, sondern es ist einfach innerhalb des Kurses einfach nur im Papierkorb. Da hatte ich neulich auch ein Gespräch mit jemandem, der gedacht hat, oh Gott, ich muss alles nochmal machen. Aber auch It's Learning verfügt natürlich über einen Papierkorb. Okay, weitermachen. Dann haben wir noch mal was dazugelernt. Ne? Das war mir jetzt auch nicht so bewusst, aber ich kann natürlich auch das Element sonst einfach verschieben und möglicherweise einfach irgendwie in den Ordner zurückschieben. Dann muss ich es wahrscheinlich nicht aus dem Papierkorb zurückholen. Ne? Oder ich stelle mir einfach eine Kopie her. Ganz genau. Wir machen jetzt einfach mal weiter. Ich füge einen zweiten Schritt ein. Es geht genauso weiter. Ich suche jetzt bei meinem Kurs die entsprechende Datei raus, die ich hinzufügen möchte oder die entsprechende Aktivität. Das ist in unserem Fall jetzt die Übersetzungsaufgabe. Das heißt, es gab zu Beginn erst eine Vorentlastung, eine Aufgabe. Jetzt kommt ein Auftrag. Und beim Auftrag sehe ich jetzt Folgendes. Ich habe jetzt hier dieses Kästchen, falls übermittelt, zum nächsten Schritt wechseln. Das bedeutet in dem Fall, wenn der Schüler diesen Auftrag erledigt hat und mir das Ergebnis zugesendet hat, dann würde er automatisch mit dem dritten Schritt weitermachen können. Ich habe hier aber die Möglichkeit, auch noch abgeschlossen auszuwählen. Und in dem Fall wäre es so, dass ich erst im Grunde mir diesen Auftrag oder das Ergebnis des Schülers anschauen muss, sagen muss, ob das Ganze denn tatsächlich abgeschlossen ist, bewerten muss und dann würde erst der dritte Schritt beginnen. Das heißt, hier habe ich dann die Möglichkeit im Grunde zu kontrollieren, möchte ich, dass die Schüler automatisch weiterkommen, sobald das Ergebnis übermittelt wurde oder möchte ich wirklich nochmal sicher gehen, mir das Ganze angucken und dann vielleicht sagen, vielleicht sollte ich das nochmal bearbeiten. Und dann kommst du erst zu Schritt 3. Also hier haben wir jetzt wirklich die Möglichkeit, uns die Ergebnisse genau anzuschauen und dementsprechend dann auch zu handeln. Fügen wir einfach mal den dritten Schritt jetzt für unseren Lernpfad hinzu. Klicken wir uns einfach wieder genau durch. Suchen einmal. Jetzt bin ich, glaube ich, im falschen Ordner gelandet. So, Lernpfad. Und das wäre jetzt wieder eine Übung. Das heißt einmal die Tandemübung nach der Übersetzung. Erscheint jetzt auch hier als dritten Schritt. Und hier sehen wir wieder, das ist der Unterschied zwischen Auftrag und Aufgabe. Bei der Aufgabe haben wir jetzt in dem Fall nicht die Möglichkeit, was auszusuchen, weil wir auch keine Ergebnisse zugeschickt bekommen. Stattdessen, falls abgeschlossen, zum nächsten Schritt wechseln. Was dann auch automatisch passieren würde bei den Schülern. Fügen wir die vierte Ressource, das heißt den vierten Schritt einmal hinzu. Ich klicke wieder durch, gehe runter in den entsprechenden Ordner, wo wir jetzt auch sehen, dass es schon ein bisschen leerer wird. Das heißt, die entsprechenden Aktivitäten werden jetzt hier auch nicht mehr angezeigt. Und kann jetzt hier die Musterlösung aussuchen oder die Musterübersetzung aussuchen für den Lektionstext. Das heißt, wir haben jetzt einerseits bei Schritt 2 gehabt, dass die Schüler einen bestimmten Text übersetzen sollten. Danach gab es eine andere Aufgabe. Und ich stelle jetzt automatisch, nachdem ich wirklich aber auch die Ergebnisse erhalten habe, die Übersetzung bzw. die Musterübersetzung rein. Und das ist halt der große Vorteil des Lernpfades. Ich könnte natürlich auch direkt alle Elemente von vornherein in den Plan hereinstellen, aber so kann ich wirklich kontrollieren oder dafür sorgen, dass die Schüler was übermittelt haben müssen. Die müssen sich damit auseinandergesetzt haben und dann gibt es erst in Schritt 4 die Lösung dafür.
Ich würde jetzt einmal weitermachen. Das heißt, ich würde jetzt bei Schritt 5 das nächste Element hinzufügen. Ich gehe einmal wieder hier in meinen Ordner rein, der sich so langsam auch geleert haben müsste. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle, das geht auch, den Schülern das Diskussionsforum zugänglich machen. Das heißt, die haben sich hier jetzt mit einer Übersetzung auseinandergesetzt und im nächsten Schritt stelle ich jetzt ein Diskussionsforum zur Verfügung. Da kann ich auch einen bestimmten Auftrag mit hineingeben, worüber diskutiert werden soll. Aber das können wir uns ja vielleicht später nochmal angucken. Ich sehe jetzt hier, meine 5 Schritte sind schon schnell gefüllt worden. Das heißt, ich füge wieder einen Schritt hinzu und habe wieder die Möglichkeit, was Neues einzufügen. Dem gleichen Wege wie bisher. Und das wäre jetzt an dieser Stelle dann ein Test. Nach den ganzen Aktivitäten möchte ich jetzt aber auch mal das Ganze überprüfen. Und hier habe ich jetzt verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Ich könnte jetzt einerseits, falls abgeschlossen, dass dann jetzt der nächste Schritt beginnt, also genau wie wir das hier oben bei dem Lektionstext dann gesehen haben. Ich kann jetzt hier aber auch andere Optionen auswählen. Und zwar der Lernende muss mindestens 60% dieses Testes bestanden haben oder richtig beantwortet haben. Und dann geht es mit Schritt 7 weiter. Ist das nicht der Fall, das heißt, der Schüler hat weniger als 60% der Fragen richtig beantwortet, dann müsste der Schüler diesen Schritt wiederholen. An dieser Stelle gibt es auch eine ganz schöne Möglichkeit. Ich könnte hier auch differenzieren. Das heißt, ich könnte jetzt hier auch einen Zwischenschritt einbauen, wo man beispielsweise bestimmte Elemente, die im Test abgefragt werden, nochmal wiederholen muss. Und dann könnte ich an dieser Stelle darauf verweisen, wenn der Schüler diesen Test nicht mit 60% abgeschnitten hat, dann muss er Schritt 7 oder möglicherweise dann Schritt 8 machen. Also ich habe jetzt gerade mal einen Schritt hinzugefügt. Also wenn der Test bestanden wurde, dann macht man mit Schritt 8 weiter. Ist der Test nicht bestanden, dann muss man den Schritt 7 machen. Also eine Zwischenaufgabe, noch ein bisschen was wiederholen, bevor man dann wirklich auch vorankommen kann. Und in Schritt 7 kann ich dann sagen, okay, du machst, nachdem du das gemacht hast, dann bitte nochmal den Test, um deinen Lernerfolg zu überprüfen. Also ich kann hier wirklich an der Stelle individualisieren und gucken, dass Schüler, die bestimmte Aufgaben gut erfüllt haben oder beim Test gut abgeschnitten haben, anders voranschreiten als Schüler, die im Test nicht so gut abgeschnitten haben. Wir lassen das Ganze jetzt mal so, also falls der Lernende mindestens 60% erzielt, dann machen wir mit Schritt 7 weiter und ansonsten, wenn das nicht der Fall ist, dann wiederholen wir das Ganze. Und zum Abschluss suchen wir uns nochmal was raus. Die Schüler haben jetzt einen kleinen Test gehabt und sich damit auseinandergesetzt. Und zur Belohnung gibt es dann nochmal ein Kreuzworträtsel, mit dem sie sich dann auch nochmal auseinandersetzen können. Ja, ich entferne diesen Schritt mal, den überflüssigen hier, den wir jetzt nicht brauchen. Das heißt, ich habe jetzt insgesamt, ich scroll mal durch, 8 verschiedene Schritte in unserem Wochenplan. Nach jedem Schritt wird zwischengespeichert, das heißt, es muss auch nicht an einem Stück gemacht werden. Die Schüler können dann beispielsweise hier an dieser Stelle nach Schritt 2 sagen, okay, das reicht uns jetzt erstmal für Montag. Wir hören an dieser Stelle auf und machen dann am Dienstag mit dem Schritt 3 weiter. Also wirklich eine ganz, ganz schöne Möglichkeit, um die vielen verschiedenen Aktivitäten, oder es können ja auch Texte sein, oder andere Inhalte so zu anzuordnen, auch relativ leicht anzuordnen, dass man da wirklich einen großen Lernerfolg hat. Was muss ich zum Schluss machen? Ich klicke einfach auf Lernpfad speichern. Der Lernpfad wird gespeichert, ist in der Standardeinstellung für die Schüler erstmal nicht sichtbar. Und ich kann jetzt hier sagen, okay, ich möchte jetzt, der Lernplan wird sichtbar gestellt und dann könnten die Schüler damit beginnen. Ich würde sagen, das wäre es jetzt erstmal soweit von meiner Seite und die Tina zeigt euch dann jetzt noch ein bisschen im Detail, was es denn mit dem Auftragstool auf sich hat und wenn wir dann noch Zeit haben, vielleicht auch mit dem Testtool und mit der Testaktivität. Darf ich dich kurz ergänzen? Ja, klar, gerne. Bei dem Test ist es wichtig, dass man einstellt, dass beliebig viele Wiederholungen möglich sind. Wenn man nur eine Wiederholung hat, dann kommen sie irgendwann nicht weiter. Genau. Nicht, dass das jemand nachmacht und dann die Schüler an der Stelle hängen. Genau, aber das muss man ja im Test dann selber, also in der Testaktivität. Genau. Geht selber einstellen und jetzt nicht hier im Lernpfad. Ne? Genau. Aber das ist mir immer passiert und die Schüler kamen halt nicht weiter. Genau, also ich sehe ja auch die Schwierigkeit generell, dass der Lernpfad ist natürlich relativ komplex. Dazu muss man erstmal alle möglichen
Elemente ja schon erstellt haben und deswegen gucken wir jetzt mal eins exemplarisch uns bei Christina an, ne? Weil für manche kann ich mir vorstellen, ist das ziemlich viel auf einmal gewesen. Manch andere haben vielleicht gesagt, super, das ist genau der Input, den ich jetzt gebraucht habe, ne? Aber so ist das ja oft. Genau, also was man dazu sagen muss, das war jetzt wirklich ein buntes Potpourri an allem, was geht, an verschiedenen wirklich Aufgabenformaten. Das ist ja aber gar nicht die Erwartungshaltung, die man hat, sondern wirklich erstmal so ein, zwei für sich auszutesten, die vielleicht an verschiedenen Stellen, in verschiedenen Klassen einzusetzen. Dann kriegt man da auch sehr, sehr schnell Übung drin, denn ja, Björn hat jetzt seine Schritte ganz schnell zusammengekriegt. Aber all das, was jetzt quasi gesehen wurde in meinem Planer, da habe ich heute Mittag irgendwann mit angefangen, zu einer Zeit, wo extrem hohe Auslastung war. Also das funktioniert relativ fix und gerade bei dem Auftrag würde ich das einmal zeigen, denn der ist wirklich was, was man an vielen Stellen einsetzen kann. Genau, wir gehen einmal wieder in den Browser und genau, da habe ich an zwei Stellen für die kommenden Wochen Auftragstools eingesetzt. Und zwar einmal an der Stelle, da ist es wirklich ein Auftrag, der von mir so gedacht ist, dass da der Schüler etwas alleine dran arbeiten soll. Und wir sehen, da das hier eine Fake-Klasse gerade ist, beziehungsweise ich ein paar Fake-Schüler hier eingesetzt habe, sehen wir natürlich auch, dass die noch keine Materialien abgeschickt haben. Aber Björn wird uns am Ende, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, auch kurz zeigen, wie sieht das Ganze denn dann eigentlich aus Schülersicht aus. Ich kann mir einerseits mal kurz nochmal den Arbeitsauftrag anschauen. Ich kann den aber auch bearbeiten, wo ich ihn grundlegend erstelle. Das ist jetzt nur noch ein Klick mehr, zeige ich dann gleich im Anschluss. Und zwar gebe ich dem Ganzen einfach einen Titel. In dem Fall sollen die Schüler einen Lektionstext übersetzen. Orpheus und Euridike, wer es kennt. Das ist Latein für die 8. Klasse, also ist noch als ja, Lehrbuchtext gedacht. Und die Schüler sind es gewöhnt, dass ich den Text grundlegend erstmal vorlesen muss, damit die sich Notizen machen können, wo sind irgendwie Halbsätze, Nebensätze, so ein bisschen die Struktur und so ein erstes Textverständnis kriegen. Da könnte ich jetzt entweder aus dem Unterrichtsassistenten, der bietet mir das an, dass ich das als Audiodatei hochladen kann, aber ich könnte zum Beispiel hier oben auch einfach mit dem Laptop, so wie ich jetzt aufspreche, eine Audioaufnahme machen und den Text vorlesen und dann hier unten als Datei anhängen. Das habe ich mir als Notiz gemacht, denn ja, dieser Auftrag ist gerade noch von mir in Bearbeitung und müsste dann auch noch den Lektionstext für die Schüler als Word-Datei anhängen. Das zeige ich gleich einmal kurz, sodass ja, die Schüler dann auch die Materialien bearbeiten und an mich zurückschicken können. Denn sie können sich verschiedene Sachen im Text markieren und müssen anschließend den Text übersetzen. Und ja, entweder können sie das alleine machen oder wenn ich das als Gruppenarbeit zum Beispiel gebe, hier ist es als Gruppenarbeit formuliert, dann ja, können sie jetzt zum Beispiel ein Videochat-Tool nutzen, wenn funktioniert die Konferenz oder was wir in letzter Zeit auch wirklich mehrfach ausgetestet haben, ist auch so ein kostenloses Tool, was den Vorteil hat, dass es eben keine Accounts erfordert bei den Schülern. Ja, das, was hier oben genannt wird. Und am Ende sollen die Schüler mir ein Ergebnis einreichen, und zwar über den Aufgabe-Beantworten-Button, den die Schüler dann sehen. Und dann können sie entweder mit ihrem Handy etwas, was sie im Heft geschrieben haben, abfotografieren und anhängen. Das funktioniert sogar über das Handy und über die App, was für die Schüler natürlich immer gerne der Zugangsweg ist, aber eben auch ja, als Datei anhängen. Und ach hier. Mein Panel verdeckt gerade meinen Scroll-Button. Ja, und wenn ich jetzt hier was anhängen möchte, dann bietet er mir eben verschiedene Möglichkeiten, an die Dateien zu kommen. Ich kann mir zum Beispiel von meinem Computer was holen und da haben wir bestimmt auch irgendwo den Lektionstext mit dabei. Da. Wichtig ist, ich habe den als DocX-Dokument gespeichert. Damit kann ich jetzt nämlich noch was anderes anfangen. Und zwar bietet er mir in dem Moment, wo ich so ein Word-Dokument als DocX angehängt habe, die Möglichkeit, hier was einzustellen. Und zwar kann ich sagen, entweder ich möchte nur, dass der Schüler sich dieses Dokument anschaut. Das kann zum Beispiel sinnvoll sein, wenn ich einfach ein PDF oder ein Arbeitsblatt zur Verfügung stellen möchte, wo die jetzt nicht direkt in dem Material etwas bearbeiten sollen oder wo sie sich ausdrucken sollen. Ich kann aber auch sagen, Exemplar für jeden Lernenden anfertigen.
Und dann läuft es so, dass die Schüler wirklich ihr eigenes Word-Dokument bekommen, jeder für sich, das sie bearbeiten können und ergänzen können, vielleicht Markierungen drin vornehmen, ihre Übersetzung unten drunter schreiben und dann über diesen Aufgabe-Beantworten-Button, den die Schüler dann sehen, einfach an mich zurückschicken. Und genau, dann habe ich hier noch mögliche Einstellungen. Also im Moment ist dieser Auftrag für die Schüler schon sichtbar. Jetzt habe ich ja aktuell keine Schüler hier richtige drin. Ich habe es als Gruppenaktivität definiert und habe eine Frist gesetzt, bis wann die Aufgabe zu erledigen ist. Die kriegen auch nochmal extra ein Ausrufezeichen im Planer angezeigt oder auch im Lernpfad, dass es eben eine Hausaufgabe ist. Könnte das noch bewerten, das habe ich jetzt noch nicht genutzt. Und dann gibt es hier eine Funktion, die heißt Peer Review. Das heißt, wenn die Schüler irgendwelche Aufgaben einreichen, könnte ich theoretisch noch einen Schritt weiter einfügen, dass die Schüler zufällig irgendwie ein Ergebnis von einem Mitschüler bekommen und da so eine Zwischensicherung noch mehr erfolgt, dass die Schüler auch ins Gespräch kommen und gucken, wie hat jemand anders was gelöst. Ich kann die das natürlich auch so ein bisschen beurteilen lassen oder vielleicht auch korrigieren, dass sie gezielt nach Fehlern suchen. Bei so Übersetzungen auch da ein Bewusstsein für schaffen. Und habe jetzt aber hier ausgewählt, die Schüler können das als Gruppe einreichen, also die dürfen auch als Zweiergruppen das machen. Dann geht eben diese Peer Review aber nicht. Also die beiden schließen einander aus. Und kann jetzt sagen, die Schüler können selbstständig Gruppen erstellen oder ich kann die Kursgruppe verwenden. Und da habe ich es eben wie Sebastian gemacht. Ich habe vorab hier über Kursgruppen mir einfach Kursgruppen erstellt, die ich genannt habe, Übersetzung, Lektionstext. Und dann können die Schüler, das können wir gleich vielleicht bei Björn sehen, einfach dann die Gruppe gemäß der Aufgabe auswählen und sehen sofort, mit wem sollen sie denn die Aufgabe vielleicht gemeinsam bearbeiten, wenn ich das eben vorgebe. Genau. Und dann kann ich das Ganze speichern und speichere auch hier nochmal. Und dann war es das. Und wir sehen sofort wieder hier, es hat noch niemand abgeschickt. Ansonsten würde ich jetzt hier übermittelt sehen und könnte die Unterrichtssachen mir angucken, kommentieren. Oder auch einfach nutzen in einem späteren Zeitpunkt, um mir mal die an mein Whiteboard in der Schule zu holen und die Schülerergebnisse anzuzeigen, womit wir dann weiterarbeiten können. Ja, so viel zum Auftragstool. Und genau, so kann ich dann mir meine Ergebnisse von meinen Schülern zurückholen und kann dann sagen, wenn sie mir was zugeschickt haben, das haben wir ja gerade schon von Björn gehört, könnte ich dann den nächsten Schritt, hier sehen wir, habe ich mich jetzt bewusst blind gestellt und müsste wirklich aktiv werden, um die Lösung sichtbar zu stellen. Aber über den Lernpfad könnte ich dann sagen, Auftrag erledigt und die Lösungen werden automatisch zugeschickt. Und dann muss ich da gar nicht nochmal ein zweites Mal aktiv werden. Ja, das zweite Tool. Ach so, genau. Gehst du noch in ein zweites rein, ja? Sonst hätte ich noch gefragt, ja. Du wolltest noch zeigen, wo man diesen Auftrag erstellt. Da hattest du vorhin gesagt, da gehst du später nochmal drauf ein. Und das andere, du auch irgendwie nochmal die Möglichkeit hast, in irgendeiner Form auch, wie das für einen Schüler aussieht, dann, weil man das jetzt halt alles aus Lehrersicht sieht, ob es irgendwie die Möglichkeit gibt, das auch visuell mal zu haben, wie das für einen Schüler am Ende eigentlich aussieht. Ja, also können wir so oder so machen. Wir hatten es jetzt so geplant, dass ich noch eben einmal in den Test reinspringe, muss aber auch nicht. Und Björn dann einfach Test und Auftrag einmal kurz aus Schülersicht zeigt, weil er ja dann einfach den Lernpfad quasi aus Schülersicht zeigen kann. Aber da würde ich mich nach euch oder dir richten. Nein, klingt super. Guter Plan. Ja, okay. Ja, wie habe ich jetzt so einen Auftrag erstellt? Das ist wirklich ganz einfach. Ich gehe hier über den Planer und der Mega-Planer, Mega-Vorteil für mich mit dem Planer ist einfach, wenn ich Sachen im Planer hochlade, erstellt mir, wenn ich das so möchte, It's Learning sofort auch einen passenden Ordner und legt mir alle Dateien, die ich in diesem Plan erstellt habe, da auch ab. Und wir sehen jetzt hier, ich kann jetzt hier den Auftrag auswählen. Wenn ich auf alle Anzeigen gehe, kriege ich aber auch Diskussionstool und alle weiteren Tools, die ich hier einbauen könnte, nochmal angezeigt. Aber hier direkt übers Kurzmenü kann ich jetzt entweder sagen, ich nehme einen meiner Aufträge, die ich schon wann anders erstellt habe, entweder als Vorlage zum Bearbeiten oder setze die nochmal ein, wenn ich sie vielleicht teilweise auch an einer anderen Stelle schon mal habe. Oder ich erstelle eben einen neuen
Und dann sehen wir hier das, ja, die Oberfläche, die wir gerade schon gesehen haben. Dann kann ich hier einen Titel eingeben, kann meine Beschreibung einfügen und mache einen Anhang dran und speichere das Ganze. Kann hier noch, je nach Bedarf, eben die Einstellung, die ich gerade gezeigt habe, vornehmen. Und dann steht mein Auftrag. Also geht ganz fix. Ein-, zweimal gemacht, dann kennt man den Weg auch. So. Genau. Und ja, am Ende kann ich das Ganze abprüfen, eben mit einem sogenannten Test. Das würde übrigens genauso gehen, wie ich jetzt gerade den Auftrag hinzugefügt habe, könnte ich auch klicken und einen Test hinzufügen. Und dann sehen wir genau diese Oberfläche. Das heißt, der Test ist derzeit aktiv. Wichtig ist, wenn ich an dem Test was bearbeiten möchte, dann muss ich ihn natürlich deaktivieren. Ich kann ja jetzt einen Test, an dem vielleicht schon Schüler arbeiten, nicht mittendrin einfach die Fragen ändern. Das geht natürlich nicht. Aber ich habe jetzt die Möglichkeit, hier verschiedene Testkategorien festzulegen in Dateien. Also ich könnte natürlich einen reinen Vokabeltest machen. Ich kann es aber auch ein bisschen abwechslungsreicher gestalten. Könnt ihr jetzt sagen, ich habe hier Grammatik, Wortschatz und Inhaltsfragen. Ich könnte vielleicht noch eine Kategorie Textverständnis einfügen. Und kann dann noch einstellen, möchte ich jede Frage gleich hier bewerten. Wie viele Fragen habe ich denn eigentlich da schon zu? Also wir sehen, ich habe hier einige Inhaltsfragen konzipiert und dann zeigt er mir auch, wie viele Punkte macht denn jetzt diese Textkategorie derzeit aus, sodass ich das so ein bisschen ausgewogen gestalten kann. Und ich speichere das. Und dann kann ich Fragen erstellen. Da habe ich wirklich super viele Aufgabenformate zur Auswahl. Passiert jetzt genau das Gleiche, wie, wie wir gerade gesehen haben. Also muss gar nicht hier auf die ganze Übersicht. Das geht auch noch kürzer. Aber einmal hier ist ein bisschen übersichtlicher. Ich habe entweder oder Fragen. Das heißt, kann sagen, das ist ein Test, wo die Schüler sich für eine von zwei Möglichkeiten entscheiden müssen. Multiple Choice und Fragen mit Mehrfachantworten unterscheiden sich jetzt im Prinzip nur darin, dass eben Multiple Choice eine Antwort erwartet und bei Mehrfachantworten eben auch mehrere Antworten richtig sein können. Und dann haben wir so ein bisschen offen gestaltete Fragen. Also die Kurzantwortfrage könnte ich zum Beispiel gut nutzen, wenn ich Vokabeln bei den Schülern anfrage. Da würde ich gleich auch mal reinschauen, wie man so eine erstellt. Eine Auswahlfrage, das heißt, die Schüler haben verschiedene Möglichkeiten, wo sie was auswählen muss, was korrekt ist. Ich kann Lückentexte konzipieren, schreibe einfach den Text und markiere die Wörter, die er mir hinterher rausnehmen soll. Das kann ich auch super simpel mit Copy und Paste machen. Und dann gibt es halt auch so ein paar interaktive Aufgaben, wo dann mit Drag and Drop gearbeitet wird, wobei man da immer aufpassen muss, ob das auch wirklich auf allen Endgeräten läuft, jetzt gerade wenn die Schüler natürlich zu Hause an ihren eigenen Geräten arbeiten. Ja, genau. Und hier sehen wir dann, da habe ich schon, also ne, hier könnte ich auch direkt hier draufklicken, verschiedene Fragen und verschiedene Aufgabenformate zugeordnet und habe zum Beispiel auch bei einigen die Kategorie noch gar nicht festgelegt. Das könnte ich aber ändern. Könnte sagen, ach ja, vorhin hatte ich die Kategorie Textverständnis noch nicht, jetzt habe ich die ergänzt. Zack. Und kann hier gucken, wo gehört die Aufgabe jeweils rein. Und sehe auch, welche Frage hier gestellt wird, was für mich ja dann übersichtlich ist. Kann auch die Reihenfolge hier noch ändern, wenn ich sage, ich möchte die vielleicht nach Kategorien sortiert haben oder eine Frage ganz am Anfang setzen. Auch da habe ich verschiedenste Möglichkeiten. Ja, für uns Sprachlehrer natürlich immer interessant sind so Fragen, wie kann ich denn zum Beispiel einen Vokabeltest erstellen? Finde ich super, weil da erspare ich mir natürlich dann, dass ich ja, hinterher das Ganze selbst korrigieren möchte. Das habe ich schon mal umgesetzt mit so einer Kurzantwortfrage. Dann würde ich hier natürlich nicht hinschreiben, wie erfreute Orpheus alle, sondern könnte die lateinische Vokabel hinschreiben und habe dann die Möglichkeit, verschiedene Lösungen zuzulassen. Und manchmal hat man das ja auch, dass die Schüler dann Synonyme benutzen, kann dann auch für eine Vokabel mehrere Lösungen zulassen, kann auch irgendwo einstellen, ob ich jetzt möchte, dass alles angegeben wird oder eben nur eine. Das Kästchen lasse ich gerne raus. Also ich kann auch sagen, der soll bitte auf die Rechtschreibung und Groß- und Kleinschreibung achten, was bei den Schülern aber teilweise dann tatsächlich Probleme gibt. Und ja, kann dann sagen, das soll mir jetzt Learning bitte automatisch beurteilen.
Und dann kriege ich tatsächlich auch sofort, wenn ein Schüler den Test eingereicht hat, die Ergebnisse angezeigt und kann auch einstellen, ob die Schüler jetzt so einen Test mehrfach durchgehen dürfen oder eben tatsächlich nur einmal an der Stelle. Genau, und kurzer Einwand, und wenn ich auch noch mich einmal inhaltlich kurz einmischen darf, finde diese Möglichkeit einzustellen, ob ein Schüler einen Test unendlich oft machen kann oder auch dreimal oder was, da hat man so viel Potenzial, den Schülern sowas eben als Selbsttest zum Beispiel auch an die Hand zu geben, weil ja nicht nur du als Lehrerin hinterher dann die Ergebnisse sehen kannst, sondern du kannst den auch so einstellen, dass Schüler selber sehen können, wie sie abgeschnitten haben, wie ihre Punkte sind, und sind dann aufgefordert, eben den Test noch ein zweites oder ein drittes Mal zu machen. Deswegen ist der Test auch immer super, wenn man sowas wie Flipped Learning oder solche Konzepte umsetzen möchte. Dann kann ich jeden nur zu ermutigen, diese eine kleine Funktion hat eigentlich so viel Potenzial, ne, den Test beliebig oft wiederholen zu lassen zum Beispiel. Genau, und ich kann ja auch in der Testbeschreibung den Schülern das ganz transparent machen, dass ich sage, ich bewerte den zum Beispiel gar nicht, macht ruhig so oft, wie ihr wollt. Ich kann ja auch sagen, die lernen im Prinzip noch was. Wenn ich jetzt sage, am Anfang wusste ich die eine Frage nicht, konnte ich nicht beantworten, aber wenn ich den vielleicht ein zweites Mal durchgehe, dann kann ich die Frage beim zweiten Mal auch schon beantworten. Und ich als Lehrer kann auch die Ergebnisse für mich in unterschiedlichster Weise nutzen. Ich kann zum Beispiel gucken, einerseits, wie ist mein Test so generell ausgegangen? Welche Fragen fielen den Schülern vielleicht schwer? Also auch, um mich im Unterricht dann für die weitere Zeit vorzubereiten und zu gucken, was konnten die Schüler vielleicht noch nicht so gut? Wo muss ich vielleicht im Nachgang nochmal Übungsphasen einbringen? Und was ich für mich auch ganz gut finde, wenn ich das jetzt wieder aktiviere, kann ich den dann tatsächlich auch einsetzen. Ich sehe, es hat natürlich noch keiner meiner Schüler den Test gemacht. Kann sie aber lieb dran erinnern, wenn sie denn möchte, dass da noch dringend Nachholbedarf ist, und kann den Test auch für mich auf jeden Fall vorab einmal durchgehen, um mir anzugucken, wie sieht das denn jetzt aus, funktionieren die verschiedenen Testformate so, wie ich mir das gedacht habe, und kann auch, wenn ich jetzt nicht eingestellt habe, dass da eine Maximalzeit ist, auch sowas kann ich für die Schüler einstellen, zwischendurch den Test anhalten, ebenso die Schüler, und zu sagen, ich mache an einer späteren Zeitpunkt weiter, ich halte jetzt zum Beispiel den Test an, dann sagt er mir, Sie haben den begonnen und ich könnte jetzt aber die Überprüfung fortsetzen, und ebenso könnte auch ein Schüler das Ganze fortsetzen. Aber an der Stelle wäre es natürlich wirklich sinnvoll, wenn wir uns das direkt aus der Schülersicht anschauen, und dann würde ich, wenn jetzt hier keine Fragen mehr sind, das auch direkt wieder an Björn zurückspielen. Ja, ich würde auch sagen, wir versuchen, diese Vorträge demnächst zu beenden und lassen Björn jetzt noch einmal dran, damit wir auch noch ein bisschen in die Diskussion miteinander kommen können. Aber ich gebe dir, Björn, jetzt nochmal den Bildschirm, ne? Danke dir erstmal, Christina. Gerne. Wo besteht denn jetzt grundsätzlich das größte Interesse? Eher am Auftrag oder am Test, den aus Schülersicht zu sehen? Vielleicht macht es ja Sinn, sich den Auftrag zuerst anzugucken. Weil der ja nicht ganz so komplex ist. Genau, denke ich auch. Ich suche den mal hier einfach raus. Also ich habe jetzt einen beliebigen Auftrag genommen. Das ist leider nur ein Dummy, glaube ich. Ja, dann nehmen wir mal hier einen von denen, die wir gerade auch eingefügt hatten. Ja, also ich sehe jetzt hier im Grunde das Textfeld, den konkreten Lehrauftrag, der im Vorfeld von mir erstellt worden ist. Ich habe hier an der Seitenleiste eine Übersicht, also den Status. Das Ganze ist noch nicht abgeschickt worden von mir. Ich sehe, dass es sich hier um eine Gruppenaktivität handelt. Sie können Ihre Antwort aber auch einzeln übermitteln. Das heißt, dass letztendlich auch für Gruppen angelegt worden ist. Ich sehe einerseits, dass es eine Frist gibt. Ich kann das Ganze bis zum 29.03. um 23.59 Uhr bearbeiten und ja, dass noch eine Datei angehangen worden ist, der Lektionstext DocX. Ich kann jetzt mal einfach draufklicken. Also ich sehe hier auch die Gruppenmitglieder hier oben, die mit mir in diesem Auftrag drin sind, ne? Also die beiden Personen, und könnte hier auch ein Gruppengespräch öffnen, um mich dann abzusprechen, um da irgendwie möglicherweise dann gemeinsam dran zu arbeiten. Klicke jetzt auf Aufgabe beantworten
bin in diesem Fall jetzt, dass eine Datei angehangen wurde, ein DocX-Dokument, komme auch direkt in das Dokument hinein. Das heißt, ich würde jetzt hier im konkreten Fall in diesem Dokument arbeiten, würde das dann speichern und es würde dann in dieser gespeicherten Form hinterher an die Lehrkraft übertragen werden. Ich suche einfach mal, um das vielleicht nochmal doch zu zeigen, weil es dann schon eher ein spezieller Fall ist, einen anderen Auftrag raus, wo man auch auf andere Art und Weise antworten könnte. Nehme ich mal hier diesen Auftrag. Genau, ne? Also hier haben wir jetzt nur den Arbeitsauftrag, da ist kein Dokument angehangen. Es gibt auch keinen Gruppenauftrag, das heißt, ich kann das ganz für mich alleine beantworten. Klicke hier auf Aufgabe beantworten. Und im Regelfall ist es dann so, dass ich jetzt diese Möglichkeiten hier habe. Ich habe hier einerseits ein Textfeld, kann jetzt ganz schnell hier meine, oder was heißt ganz schnell, ganz einfach, meine Antwort eintippen, kann hier in diesem Feld arbeiten. Ich kenne das auch wie aus Word, dass ich hier oben ganz viele Möglichkeiten habe, um Sachen oder Textbausteine fett zu markieren, zu unterstreichen, mit anderen Schriftarten zu arbeiten. Ich kann Tabellen einfügen, etc. Ich kann aber auch eine Datei hinzufügen. Das heißt, ich könnte hier draufklicken, könnte jetzt wieder bei mir auf dem PC oder in verschiedenen Clouds, wie das hier bei mir angezeigt ist, nach der Datei suchen und könnte es auch beispielsweise so machen, dass die Schüler ihr Ergebnis im ins Heft eintragen und ein Foto davon machen und einfach das Foto hochladen. Es ist natürlich für uns dann in den meisten Fällen angenehmer zu lesen, wenn die Antwort direkt in dieses Feld hier eingetippt wird. Aber wie gesagt, da gibt es auch die Möglichkeit, das in ganz, ganz vielen verschiedenen Formen zu machen. Also ich hatte das zuletzt so gemacht, dass die beispielsweise bei einer Aufgabe ein Schaubild erstellen mussten. Und dann haben ja ganz viele das Schaubild aus dem Heft abfotografiert geschickt. Und ja, ist wirklich eine gute Sache. Also es bietet wirklich ganz, ganz viel Potenzial und ich komme da gut an die Ergebnisse dran, in welcher Form die auch immer vorhanden sind. Ja, also da hat man wirklich dann verschiedene Wahlmöglichkeiten. Und hier jetzt würde ich einmal in den Test reingehen, in die Testaktivität. Es sei denn, es würde eine Frage dazu geben oder eine Ergänzung. Scheint nicht der Fall zu sein. Das heißt, ich würde jetzt hier in den Test hineinschauen. Ich kann jetzt hier einmal ganz konkret sehen, wie ist die... Ja, machen wir noch kurz den Test, ja, dann kommen wir gleich in die Fragerunde rein, weil die Zeit schreitet ja auch voran, okay, wie das immer so ist. Genau. Also, ne? Ganz schnell die Übersicht, die wir haben. Ich habe hier einerseits die Frist, die ich hier sehen kann, die Anzahl der zulässigen Versuche, Anzahl der Fragen etc., also auch einen kurzen Überblick darüber, was die Testmodalitäten sind. Und klicke jetzt einmal auf Test starten und jetzt habe ich jetzt hier die entsprechende Frage mit zwei Antwortmöglichkeiten. Ich klicke jetzt einfach mal hier oben drauf und schauen wir mal, ob das richtig ist. Meiner Verteidigung, das ist ein Dummy-Test, ja? Die Fragen sind ernst zu nehmen. Ja, also ich klicke mich jetzt hier einmal einfach durch, ganz munter, ganz schnell. Verschiedene Wahlmöglichkeiten. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, verschiedene Antworten auszuwählen. Ne? Also im Vorfeld hatten wir gesehen, wir hatten einmal die Entweder-Oder-Frage, dann eine Multiple-Choice-Frage. Hier kann ich jetzt verschiedene Antwortmöglichkeiten markieren. Das heißt, es könnten mehrere richtig sein. Hier kann ich dann entsprechend das Ganze anordnen. Andersrum? Ja, so, zack, markieren. Das entsprechend hier hinfügen. Hier kann ich jetzt eine Antwort eintippen. Ne? Ich gebe jetzt einfach mal Test ein. Genau, hier haben wir Lückentext. Also wir sehen jetzt hier schon ganz, ganz viele verschiedene Testmöglichkeiten, die ich hier habe. Ne? Klick mich mal einfach durch, dass wir vielleicht nochmal alles andere sehen. Gib mal einfach überall was ein. So, hier haben wir jetzt auch wirklich schön gestaltet, dann, ne, dass ich hier wieder was hinziehen kann. Eine bestimmte Reihenfolge dann erstellen zu müssen und habe jetzt hier die Möglichkeit, den Test abzuschließen. Ne, das machen wir jetzt einfach auch mal. So, und jetzt habe ich hier auch schon die Übersicht. Ich habe jetzt in diesem Test nicht so gut abgeschnitten, nur 25%. Sehe auch genau daran, wo es denn gelegen hat. Also ich habe bei Frage 1 habe ich noch die volle Punktzahl erreicht, also richtig beantwortet. Danach sieht es dann leider nicht mehr so gut aus. Und wenn wir uns jetzt erinnern, im Lernpfad hatten wir das Ganze ja so angelegt mit diesem Test, dass man mindestens 65% war es, meine ich, oder 60% erreichen musste. Das heißt, in diesem Fall müssen wir den Test jetzt wiederholen. Also ich könnte jetzt hier noch mal anzeigen lassen, was war denn eigentlich genau die Frage. Ich sehe hier meine Antwortmöglichkeit.
etc. Und habe dann wirklich eine schöne Übersicht darüber, was denn nochmal in diesem Test abgefragt wurde. Dann würde ich sagen, aufgrund der Zeit, dass wir am besten dann zur Fragerunde kommen. Alles klar, vielen Dank schon mal. Ich habe ja mal ein paar Fragen. Franziska Bewer hat im Hintergrund noch einige Fragen offen. Genau, ich übergebe dir mal das Wort. Du schneidest hier gerade die Übermittlung. Genau, hier habe ich ein paar Fragen gesammelt, die ich gerne hier in Allgemeinheit beantworten würde. Und zum einen, was ganz interessant ist, was auch wichtig ist, ne? Ich bleibe mal beim Test zuerst. Einige haben das nebenbei ausprobiert oder wissen das von ihren eigenen Plattformen. Die sehen diese Testkategorien gar nicht. Das hatten wir vorhin gesehen, dass man den Testfragen einer Kategorie zuordnen kann. Dazu ist es so, dass derzeit in der It's Learning Welt noch zwei verschiedene Testversionen kursieren. Und die eine Version, die hat diese Testkategorie und die andere Version, die etwas neuere, hat diese Kategorie noch nicht. Jetzt fragen Sie sich nicht, welche besser und welche schlechter ist. Sie unterscheiden sich so ein bisschen. Die neuere wird noch weiterentwickelt. Sie hat noch nicht alle Funktionen, die man von der älteren Version kennt, hat dafür aber andere Funktionen schon dabei. Zum Beispiel ist sie mobilfähiger. Wir haben vorhin gehört, einige Fragen funktionieren hier in diesem Beispiel auf Mobilgeräten nicht. Und dieses Manko ist mit der neuen Version behoben. Also wenn es so ein bisschen anders bei Ihnen aussieht als jetzt hier in der Demonstration, dann haben Sie wahrscheinlich einfach die andere Testversion bei sich aktiviert. Was hatten wir noch? Auftrag, das ist eine Frage, es wurde ganz kurz angesprochen, das Peer Review, das ist immer sehr interessant. Es ist leider sehr, sehr schwierig zu demonstrieren, weil es mit einer Frist funktioniert. Also bis man das alles simuliert hat, ist das extrem aufwendig. Und was auch vielen Leuten passiert beim Demonstrieren oder beim Ausprobieren, man braucht irgendwie so ein paar Schüler, für die man dann die Antwort einreicht, damit man auch was tauschen kann. Dann probiert man die Anonymisierung noch aus und dann kommt nichts an. Das liegt daran, dass wenn zwei Schüler ihre Arbeiten tauschen, dann ist es nicht mehr anonym. Dann, ne, also da ist die Plattform davor. Das kennt man auch aus der Umfrage. Wenn ich die ausprobiere und ich habe nur ein, zwei Ergebnisse, kann ich mir die auch nicht anzeigen lassen, weil es nicht anonym ist, weil ich weiß, von wem die kommen. Ne? Also dann lieber ohne Anonymisierung probieren, ne, wenn man nur zwei, drei Demo-Schüler hat oder eben mit einer größeren Gruppe. Genau. Das war jetzt zu dem Auftrag. Es gab noch eine interessante Frage zum Lernpfad vorher, und zwar, ob es möglich ist, einen Schritt zurückzugehen. Das gebe ich jetzt mal wieder zurück, also um auch wieder ein bisschen hier Leben in die Runde zu bringen. Wenn man in einem Lernpfad, wenn man jetzt einen Test vielleicht unterhalb eines Limits beantwortet hat, komme ich dann auch wieder einen Schritt zurück? Kann ich das einstellen? Ich kann ja letztendlich, ja, das ist eine gute Frage. Ich habe es selber auch noch nicht ausprobiert. Ich meine, man könnte ja auch den Schritt so anlegen, dass man dann zu einem Differenzierungsschritt kommt, der davor angelegt ist. Da müsste ich jetzt auch selber mal nachfragen, ob das so ist. Da seid ihr jetzt wahrscheinlich eher Experten. Das geht nicht. Der ist schon beantwortet, ne? Also eine Aufgabe, die schon beantwortet ist, da gibt es jetzt keine automatische Löschenfunktion. Ich müsste dann eine Kopie dieses gleichen Elementes, also ich müsste das gleiche Element zweimal erstellen und dann nochmal neu als nächsten Schritt einstellen, ne? Dass dann Schritt 1 und 3 im Prinzip die gleiche Aufgabe sind. Aber ich kann nicht zurückgehen, also das geht nicht. Aber ich glaube, man kann noch tricksen, Franziska, oder? Kann ich nicht sagen, dass ich als Lehrer zwar die Ergebnisse schon bekommen habe von den Schülern, aber ich kann doch Ergebnisse, die ich über den Lernpfad bekommen habe, wieder zurücksetzen und löschen. Ich meine, Björn und ich haben das die Woche mal ausgetestet. Und wenn ich sie vorher aber als Lehrer schon gespeichert habe und kommuniziere, müsste es doch vielleicht gehen. Ja, aber es war jetzt, glaube ich, die Idee,
ohne dass ein Lehrer zwischendurch erst wieder die Antworten löschen muss, ne? Sondern dass ich einfach sagen kann, wenn du diesen Test mit unter 30% bestanden hast, dann geh bitte einen Schritt zurück, ne? als Weiche im Lernpfad. Das kann ich nicht einstellen. Ne? Das müsste ich insofern tricksen, dass ich die Aufgabe einfach ein zweites Mal als eigenen Schritt anlege. Liebe Franziska, nur noch vielleicht eine Frage jetzt aus deinen Texten und dann würde ich vielleicht auch gerne noch das Publikum auch mal per Audio zu Wort kommen lassen. Also, genau. Eine Frage gebe ich dir noch. Warte mal, was ich suche hier gerade, was noch für mehrere interessant ist. Vielleicht zum Konferenztool, worüber wir am Anfang gesprochen hatten. Ist jetzt nicht gerade im Zentrum das Thema Individualisierung, aber aktuell einfach im Zentrum bei allen, weil wir jetzt alle zu Hause sind und irgendwie mit den Schülern kommunizieren wollen. Also das aktuelle Konferenztool ist nicht immer bei jedem aktiviert. Es ist grundsätzlich verfügbar. Also das aktuelle Tool muss nicht dazu gebucht werden. Es ist aber häufig deaktiviert, weil es einfach behäbig ist. Es ist Flash-basiert. Auf Apple funktioniert meistens überhaupt nicht. Auf anderen Geräten funktioniert das je nach Browser, wenn man es aktiviert hat. Es ist also ein bisschen friemelig. Deswegen ist es bei einigen einfach komplett deaktiviert und deswegen sieht man es vielleicht nicht in den Ressourcen. Dazu vielleicht noch der Hinweis, dass wir gerade dabei sind, Alternativen zu diesem aktuellen Tool zu integrieren. Hoffen, dass wir das bald haben. Also wenn alles gut läuft, haben wir dann nächste Woche was Geschmeidigeres. Aber ich kann natürlich nichts versprechen. So, okay. Peter. Jetzt wäre für alle anderen Teilnehmer, die wir hier noch im Raum haben, die Möglichkeit mit dem kleinen Handzeichen, da haben Sie so eine Hand, so ein Symbol irgendwo bei sich auf dem Bildschirm, wo Sie jetzt draufdrücken können, wenn Sie per Audio, wenn Sie ein Mikrofon haben, können Sie da direkt hier live reingeschaltet werden und eine Frage stellen. Den Teil habe ich ehrlich gesagt beim letzten Mal am Montag habe ich das vergessen. Ist mir ganz peinlich und deswegen ist es jetzt Ihre Gelegenheit, einfach hier mal mit reinzuspringen, entweder eine Frage zu stellen oder vielleicht selber auch eine Idee oder eine Lösung zu äußern für irgendwas, was wir gesehen haben oder noch einen ganz anderen Impuls zum Thema Individualisierung hier auch mit reinzubringen. Hier ist Cornelia. Ach so, ich darf, weil es ist ein Community-Webinar, ich sage zu euch allen, sage ich heute du. Und ich spreche euch auch jetzt alle beim Vornamen an, weil das Webinar wird hinterher ja auch auf YouTube veröffentlicht und deswegen will ich jetzt einfach nur nicht Nachnamen sagen, nur dass ihr Bescheid wisst, alles was ihr sagt, wird hinterher dann auch wahrscheinlich mit auf YouTube veröffentlicht werden, also überlegt euch gut, was ihr jetzt sagt. So, Cornelia, ich schalte dich mal frei. Ja, hallo erstmal, hört ihr mich? Ja. 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 Okay, also es geht ja darum, wenn ich Pläne erstelle, dann steht da Anforderungen. Was soll denn da rein? Hat jemand von euch dreien, die heute als Impulsgeber da sind, also ne, die Anforderungen bzw. Kompetenzen, die man in einem Kurs ja basismäßig drin haben könnte, ne? Macht ihr das? Habt ihr da Erfahrungen? Ja, Christina meldet sich, ja. Bitte. Ja, wir haben da mal mit angefangen. Das heißt, es bietet mir eben die Möglichkeit, verschiedene Kompetenzen, sofern sie in der Anforderungsdatenbank eingepflegt wurden vorab, verschiedenen Plänen quasi wie Unterrichtsstunden auch zuzuweisen. Also so wie ein Referendar zum Beispiel für seine Stunde sich immer überlegen muss, welche Kompetenz wird in welcher Stunde von mir gefordert, kann ich dann aus dieser Datenbank von Kompetenzen, die an so einen Plan anhängen, und kann zum Beispiel am Ende von so einer Unterrichtsreihe auch sehen, habe ich denn zum Beispiel alle Kompetenzen, die laut Lehrplan einer bestimmten Unterrichtsreihe angehören, auch eingesetzt? Oder wie oft habe ich die eingesetzt? Oder fehlt mir eine? Nutzen wir bisher, dadurch, dass eben für NRW leider noch nicht alle Kompetenzen verfügbar sind, nur bedingt. Aber ich habe es in Chemie testweise schon mal ausprobiert, da hatte Stefan Delkun zu uns beigeholfen. Und da funktioniert es wirklich gut. Aber ansonsten kann man die Spalte im Plan dann natürlich auch einfach blind spalten, wenn man sie nicht braucht. Ich habe das hier mal aufgerufen auf den Bildschirm, nur um ganz kurzen Impuls zu geben, worum es dabei geht.
Aber wir werden das heute natürlich nicht ergiebig alles ausprobieren. Aber ich will Ihnen nur den entscheidenden Hinweis geben, wo Sie da zu dem Thema überhaupt hinkommen. Wenn Sie in einem Kurs sind, dann können Sie hier auf Mehr klicken und können hier unter den Einstellungen in Ihrem Kurs erstmal überhaupt definieren, worum soll es eigentlich in dem Kurs gehen. Das heißt, Sie überlegen sich ja, wenn Sie Unterricht planen, auch erstmal, welche Kompetenzen aus einem Lehrplan liegen denn hier eigentlich zugrunde, die ich in dem Kurs entsprechend bei den Schülern anbahnen möchte. Dann können Sie dann dort auf Anforderungen klicken und hier finden Sie dann einmal unter der Möglichkeit zu suchen, gibt es bestimmte Lehrpläne für manche Bundesländer, die wir pauschal von It's Learning auf allen Sites zur Verfügung gestellt haben. Da ist zum Beispiel, was für alle Länder ja gilt, mehr oder weniger mit gleichen Abwandlungen in den Ländern, ist zum Beispiel dieser KMK-Kompetenzrahmen Bildung in der digitalen Welt. Da finden Sie zum Beispiel alle Kompetenzen hier hinterlegt und können die dann auch in Ihren Kurs einfügen. Und genauso gibt es aber die einzelnen, von einigen Bundesländern gibt es bestimmte Rahmenlehrpläne oder Bildungspläne, die heißen ja auch überall ein bisschen anders. Berlin und Brandenburg, da haben wir das ganz besonders auch mal gemacht für die Jahrgangsstufen 1 bis 10. Da finden Sie das in Berlin. Brandenburg ist das zum Beispiel so untergliedert, dass man ja hier den Basiscurriculum Medienbildung hat, was ähnlich ist wie der KMK-Kompetenzrahmen von seiner Struktur und Basiscurriculum Sprachbildung, weil es geht ja dann auch in der Plattform darum, mit diesem Unterrichtsplaner-Werkzeug die verschiedenen Lehrpläne auch miteinander zu verzahnen und in Verbindung zu bringen, weil wir haben ja mittlerweile ganz oft oder auch von den Lehrplänen gefordert, die Verbindung verschiedener Curricula und auch dafür kann der It's Learning Unterrichtsplaner dann genutzt werden. Also das ist das, was hier dahinter steckt. Dafür braucht man aber, glaube ich, ein eigenes Features im Fokus-Webinar, um sich dem Thema ein bisschen anzunähern, würde ich jetzt erstmal sagen. Man kann aber genauso gut auch eigene Kompetenzen. Sie sehen hier einen zweiten Bereich, da ist ein Button, da können Sie eigene Kompetenzen erstellen, die auch beschreiben und denen dann vor allen Dingen im nächsten Schritt dann auch Kompetenzniveaustufen zuordnen. Also wir machen ja auch nach diesem Webinar wieder so eine Umfrage. Da können Sie dann gerne auch, wenn Sie sagen, sowas möchten Sie in einem der nächsten Webinare sich vielleicht mal alles genauer anschauen, kann man sowas zum Beispiel auch mal zum Thema machen. Ne? Ich hoffe, das hat die Frage so ein bisschen beantwortet. Ja, hat es, danke. Ich hoffe. Danke auch. Gibt es weitere Fragen? Ja, ich habe hier noch ein paar Hände, die ich sehe. Da ist zum Beispiel von Patricia noch, nee, Patricia war es doch nicht. Irena hat eine Frage. So, Irena, können wir dich hören? Ja, hallo, ich weiß nicht, ob ihr mich hören könnt. Ich bin etwas erkältet. Perfekt. Kein Problem. Also erstmal bin ich neidisch, weil ich gerade eben beim Peter, bei Herrn Sidro gesehen habe hier, dass der Banner in It's Learning ist und wir haben den Kursbanner in Fronton 19 leider immer noch nicht. Aber eigentlich wollte ich was zu den Lernpfaden ergänzen. Ich finde es zum Beispiel praktisch, wenn man sich erst den Ordner erstellt, wie das ja hier auch gemacht worden ist. Und dann kann ich den ja oben über diese drei Punkte umwandeln, gleich in Lernpfad und auch wieder zurück umwandeln. Das finde ich ganz schick. Und wenn ich den Ordner mir vorher einmal kopiert habe, habe ich auch immer meine Sachen nochmal da. Die verschwinden nicht, verschieben sich nicht, landen nicht im Papierkorb und ich kann sie wieder verwenden. Mhm. War das verständlich? Mhm. Alle sagen ja. Dankeschön. Ja, und zum Test, das fand ich sehr spannend. Wir arbeiten auch sehr viel mit den Tests. Wir haben Standardtests erstellt für verschiedene Fächer. Manche werden auch mehrmals geschrieben, um zu sehen, ob Schüler sich verbessert haben. Und toll ist, wenn ich vorher ja die Notenskala eingegeben habe, habe ich sofort eine Note und kann das eben auch als Bemerkungsmöglichkeit einsetzen und habe eigentlich keinen Aufwand in der Korrektur. Eine sehr schicke Sache. Das ist schon alles, was ich sagen wollte. Dankeschön. Irene, das klingt so, als wärst du vielleicht eine potenzielle Kandidatin, um das auch mit den Noten oder mit den Ergebnissen vielleicht beim nächsten Mal noch ein bisschen näher vorzustellen. Kannst du dir gerne überlegen. Wir reden darüber. Danke dir. Okay, dann haben wir noch Josephine. Moment, irgendwie klappt da was nicht. Oder vielleicht hat Josephine kein Mikrofon bei sich vor Ort. Ich komme doch jetzt.
Jetzt ist aktiviert. Einen schönen guten Abend. Ich habe die Frage schon reingestellt in den das Fragentool. Und zwar arbeiten bei uns viele Schüler und Auszubildende über das Handy. Und wir haben das Problem, dass über die Tests die Tools nicht zu nutzen sind, wo in die richtige Reihenfolge beispielsweise Fragen bzw. Antworten geschoben werden müssen. Ist es demnächst geplant, dass das möglich ist über die Handys? Ja, das ist ja die Testversion, ne? Dass die ältere Testversion nicht komplett mobilfähig ist, die neuere schon. Man kann natürlich überlegen, ob man vielleicht komplett mit seiner Plattform auf die neuere Testversion wechselt. Das geht. Das ist keine geheime Version, die noch nicht öffentlich ist. Das müsste halt einmal intern koordiniert werden, weil es eben alle betrifft, weil man entweder nur die eine oder die andere Version aktiviert haben kann. Aber dann eine kurze Nachricht über das Supportportal, vom Admin oder vom Koordinator an uns, und dann können wir natürlich die neuere Testversion aktivieren. Was heißt neuere Testversion? Wir arbeiten ja mit dem Frontor 19. Verstehe ich jetzt gerade nicht. Ja, also es gibt zwei Testvarianten. Ne? Ich weiß jetzt nicht, welche bei Frontor 19 aktiviert wurde. Also es sind ja beide noch aktuell. Es werden ja beide, beide genutzt. Ne? Und woran sehe ich das? Ja, zum Beispiel sehen Sie die Testkategorien, die wir vorhin angesprochen hatten. Ja, das sehe ich. Genau, das ist die ältere Testversion. Ah ja, okay. Es gibt ein paar Funktionen, die fehlen in der neueren noch. Deswegen schalten wir nicht einfach alle auf die neue Version um. Ne? Vielleicht können wir, woanders wieder. Ich würde vorschlagen, dass wir dazu eine kurze Information, wenn ich dieses Video ja hinterher zur Verfügung stelle, schreibe ich ja nochmal eine E-Mail an alle, und dass ich da einfach nochmal eine kurze Information zu diesen unterschiedlichen Testwerkzeugen oder einen Link, das haben wir ja irgendwo auch auf unseren Webseiten teilweise beschrieben, oder wir schreiben das nochmal kurz zusammen, dass diese Information nochmal an alle geht und dass wir da auch mit reinschreiben, wenn man da jetzt nochmal Unterstützung braucht, dass man, wo man sich da nochmal bei uns hinwenden kann. Ich okay, glaub, super. Und dann habe ich noch eine Frage. Ja, bitte. Und zwar sind ja teilweise die Rahmenlehrpläne hinterlegt, allerdings hauptsächlich für allgemeinbildende Schulen. Es nutzen ja aber auch Berufsfachschulen das Frontor. Ist dort geplant, den Rahmenlehrplan, den Bundesrahmenlehrplan für die Pflegefachmann, Pflegefachfrau perspektivisch kompetenzorientiert hochzuladen? Oder muss ich es alles selber einklicken? Also wir haben das ja mit vielen Kunden und Schulen, machen wir das ja meistens so, dass wenn eine Schule sagt oder mehrere Schulen, sie hätten da gerne etwas, dann ist es so, dass wir das anbieten können, das zu unterstützen. Wir haben da Vorlagen für, ne, so Excel-Tabellen, wo halt die Struktur drin ist, wie das angelegt werden muss. Und es ist nicht unbedingt davon auszugehen, dass wir momentan die Ressourcen haben, das einfach so für Spaß und ohne dafür einen offiziellen Auftrag zu haben, dass wir alle diese Rahmenlehrpläne von unserer Seite aus dort einpflegen. Es wäre natürlich schön, wenn es dort irgendwie von den Bundesländern, dass es das irgendwann ganz automatisch gibt, dass es klar ist, dass Bundesländer automatisch diese ganzen Dinge nicht nur in Text, also in PDF-Form oder in Buchform irgendwie zur Verfügung stellen, sondern auch automatisch in solchen Tabellen, dann ist es für so einen Anbieter wie uns viel einfacher, sowas dort reinzuladen. Da sind wir leider heute noch nicht ganz. Aber wir können gerne zum Beispiel Ihnen so eine Vorlagen geben, und dass Sie dann natürlich so ein bisschen so einen redaktionellen Prozess haben und wir Ihnen dann dabei helfen, das dann entsprechend in die Plattform reinzuladen. Und wie genau, dafür ist dann, darf ich dann, bin ich in der Lage zu sagen, da ist meine Kollegin Franziska Weber, die darf sich dann zum Beispiel um sowas kümmern. Ah ja, super. Da freut sie sich. Gut, dankeschön. Haben wir noch weitere Fragen? Ja, danke. Ja, gerne. Nein. Gibt es noch weitere Handzeichen? Dem ist, glaube ich, erstmal nicht der Fall. Hast du sonst, Franziska, noch irgendwie eine brennende Frage in der Zwischenzeit vielleicht aus dem Textchat erhalten? Die krönende Frage zum Abschluss? Oder habt ihr aus den von eurer Seite, die heute hier dankenswerterweise Impulse gegeben haben, vielleicht noch eine Bemerkung zum Abschluss? Ich weiß nicht, ob ich hier noch was auf dem Zettel habe. Es gab noch einmal vielleicht was anderes, weil man jetzt, das finde ich immer das Schöne, wenn man sich mal gegenseitig auf die Plattform schaut, dann sieht man immer Funktionen, die man selber nicht hat.
Also jetzt haben wir hier das Kreuzworträtsel und Bleibemännchen gesehen. Das haben viele nicht aktiviert. Das läuft über den Admin. Das sind Erweiterungen, die man aktivieren kann. Das muss der Admin machen. Und dann kann man auch sowas wie das Geigenmännchen und das Kreuzworträtsel in den Ressourcen finden. Da mal den Koordinator oder Koordinatorin oder den Admin anhauen, doch mal im Admin-Bereich unter Erweiterungen zu gucken, wo man das was da zu finden ist. Okay, habt ihr drei noch irgendeine Abschlussbemerkung von eurer Seite zu dem Thema Individualisierung nochmal, um das vielleicht zusammenzufassen, würde ja zum Beispiel ganz gut passen, oder auch zur aktuellen Situation zum Fernunterricht in dem Kontext. Ich würde sagen, für heute ist es erstmal gut. Ich danke allen Teilnehmenden, allen Teilgeberinnen und so weiter, ihr wisst schon. Ich freue mich auf ein nächstes Features im Fokus Webinar, wahrscheinlich nicht gleich wieder Montagabend, aber nächste Woche Dienstag oder Mittwoch, werde ich mal sehen. Und vor allen Dingen kommt es darauf an, dass ihr euch auch bewerben könnt, wenn ihr Interesse habt, eben hier auch mal in die Impulsgeberrolle zu schlüpfen. Erstens bin ich auf der Suche nach weiteren Themen. Da könnt ihr euch, wenn ich euch allerspätestens morgen irgendwann im Laufe des Tages nochmal diese Follow-up-Mail mit dem Webinar von heute, mit der Aufzeichnung schicke, da ist dann auch noch eine kleine Umfrage mit dabei. Da könnt ihr erstens sagen, wie es euch gefallen hat, zweitens, was für ein Thema ihr euch wünscht und drittens euch bewerben, wenn ihr Lust habt, selber sowas mal mitzugestalten. Würde mich freuen. Und habe ich irgendwas vergessen? Sollte ich noch irgendwas anderes sagen? Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Ansonsten bedanke ich mich heute für die tolle Runde. Ich habe auch wieder eine ganze Menge gelernt. Ich hoffe, allen Teilnehmern geht's genauso. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Danke an euch. Bis bald. Gerne. Macht's euch gut. Tschüss. Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.